Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Dort vorne steht Charles Darwin und er wartet bereits auf uns. Sequenz 4, Überdosis. Jacob infiltriert die mysteriöse Anstalt von Lambeth, um Dr. Elliotson zur Strecke zu bringen. Und wir spielen. Allerdings mit Jacob. Mr. Fry! Ich nehme an, Sie hatten ein produktives Treffen mit Mr. Owen. Oh ja, wir haben ganz wunderbar geplaudert. Ich fand heraus, dass der Mann hinter Starex Beruhigungssirup John Elliotson ist. Dr. Elliotson, den Namen habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehört. Er war ein brillanter Herzspezialist, bis er sich völlig verrannte in Phrenologie und Mesmerismus. Das kostete ihn seine Karriere. Also, wie sollen wir vorgehen? Oh, bei allem Respekt, Mr. Darwin, ich glaube, ich sollte allein weitermachen, denn schließlich wollen wir ja keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Das ist sehr weise. Viel Glück, mein Junge. Oh, und Mr. Fry, sollten Sie einmal die Zeit erübrigen können, bitte schauen Sie doch bei mir vorbei. Okay. Aussichtspunkt erreichen. Was denn für ein Aussichtspunkt? Da hinten ist irgendwas, wo wir anscheinend hin sollen. Aber das ist doch kein Aussichtspunkt, oder? Na gut, so scheiße, so wollte ich jetzt gar nicht. Darüber, darüber. So. Runter mit dir, Jacob. Nein, hoch. Hoch. Ah. Was ist das denn da hinten für ein schöner Aussichtspunkt? Nein. Achtung. So, jetzt einfach darüber. Darüber. So, da. Einmal darunter. Schön. So, und bevor wir jetzt da reingehen, machen wir noch ganz kurz uns ein bisschen umschauen. Wir sind alle Level 5. Da ist noch einer. Aber ansonsten war's das. Wo finde ich jetzt den Doktor? Aussichtspunkt. Mal schauen. Was wir denn dort sehen? Oh. Na lecker. Wie Sie sehen konnten, kann die Aufwendung von zu starkem Druck manchmal zu unerwarteten Ergebnissen führen. Leider habe ich das Organ ruiniert. Schicken Sie einen Kadaver. Sofort, Dr. Elliotson. Ich schere mich nicht um Ihre Ethik. Und noch viel weniger um Ihre verdammten Patienten. Jetzt her mit dem Schlüssel. Ach, was haben Sie vor? Haben Sie nicht gehört? Sie sind gefeuert. Jetzt verschwinden Sie. Oh, auch schön. Diese Hand da am Fenster. John Elliotson eliminieren, das Gebiet der Kundengelegenheiten identifizieren. Schwester, Infiltrationsgelegenheit und junger Arzt, Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat. Die Elektrokugel. Bitte was? Wie stelle ich es an? Keine einzige Kugel abfallen, okay. Okay. Was sind da noch welche, die ich jetzt nicht gesehen habe? Dort hinten haben wir noch. Na, dich noch und dich noch. Und da unten sind noch zwei. Zwei Level 6er. Okay, da vorne haben wir noch welche. So, aber wir müssen irgendwo runter. Wir müssen irgendwie schaffen, dass wir runterkommen.
Okay, der ist im Nebenraum. Kann man da durchsehen? Ja, da kann man durchsehen. Obwohl, da unten wird er wohl kaum durchlaufen. Die Frage ist, wie komme ich nach unten? Verdammte Scheiße, hier geht's überall nur nach oben. Kann ja nicht wahr sein. Geht's hier überall nur nach oben? Na, da geht's nach unten. Ja, ja. Sehr gut. Also, zack. Auch wenn der Typ gerade überhaupt nicht so da stand, wie es da angezeigt wurde. Oh, da sind noch zwei. Da sind auch noch zwei Rooks. Wen haben wir denn hier? Ach so, Schwester. Die hat gar keinen. Einfach, gar keinen. Speziell. Warte mal. Hallöchen. Da ist eine Leiter. Aber warte, so komme ich da nicht hin. Ich muss irgendwie da drüben durch. Ich muss mir eine andere Arbeit suchen. Komme ich denn da durch, verdammte Scheiße. Okay, da ist einer. Da ist noch einer und da ist noch einer. Okay. Okay, das hat er nicht gecheckt. Solange der Typ sich da hinten jetzt nicht umdreht. Ist alles gut. Komm, 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 komm. Schön. Okay. Jetzt können wir hier durch. Schaut der da hinten zu uns? Ah. Ich lasse den jetzt mal lieber stehen. So, wo ist die denn? Schwester? Was ist? Was gibt es? Was ist denn los? Junger Mann, Hilfe! Ich muss sofort mit Miss Nightingale sprechen. So ein Wüstling hat meine Schlüssel und hier ist sonst niemand. Ich komme hier nicht raus. Ihre Schlüssel. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich kann Ihnen vielleicht weiterhelfen. Oh, gut. Ich danke Ihnen, Sir. Oh. Na, Sie wissen okay. Ja, wo Sie mich finden, Sir. Gehen Sie, Sir. Ich warte hier. Okay. Da oben ist irgendwas. Irgendjemand mit den Schlüsseln. Der war doch gerade vorhin noch nicht da. Wer ist er? Schwester. Nee, das ist keine Schwester. Freunde, nee, das könnte man nicht erzählen. Wo ist Jacob? Ah, da ist Jacob. Ich muss mit Schwester Nightingale sprechen. Sie wird wissen, was zu tun ist. Scheiße, jetzt geht er wieder hoch. So eine Kacke. Na komm her. Na komm her jetzt. Verdammt. Trotz der brutalen Reaktion des Exemplars auf die Prozedur hat der Beruhigungsserum die Sinne betäubt und es ist ohne zu leiden gestorben. Komm, 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 komm. So, plündern. Wir haben den Schlüssel. Verschlossene Türen können nun geöffnet werden. Muss ich zu der Frau zurück? Ich hoffe jetzt mal nicht. So, Generalschlüssel. Aber die Frage ist, wie komme ich da runter? Okay. Okay. Dauert noch. Noch mal gucken. Ah, da haben wir ein paar übersehen. Mit dem Adlerauge.
Okay, der ist nicht da. Da ist ja. Ach du Scheiße. Oh, Scheiße. So, zack. Die Frage ist, ob er um diese Therapiesitzung zu stoppen. Was muss ich dafür machen? Ist das diese Therapiesitzung da? Elektrokulo-Dingens. Na, Jacob, er will nicht. Komm halt so. Wo ist denn der Typ hin? Nirgendwo. Wie wär's mal mit einem Luftdoppelattentat, Alter? Dann brauche ich jetzt. Und komm, zack. Schön. Na komm. Scheiße. Okay, hat keiner mitbekommen, dass er geschrien hat. Hat keiner mitbekommen. Lieber mal wieder wegpacken. Das dürfte aber eigentlich auch gar nicht auffallen, wenn hier mal so die eine oder andere Leiche mehr liegt. Komm, verpiss dich. Oder komm her, das ist mir scheißegal. Eins von beiden. No. Das war falsch. Ach du Scheiße, was macht sie denn da? Ich glaube... Die wird hier ein bisschen festgehalten, weil sie ein bisschen irre ist. Oder weil man glaubt, sie sei irre. Vielleicht wird sie hier drin auch erst zu dem, was sie ist. Okay, weiter. Wie zum Teufel komme ich da runter? Fuck, da ist einer. Oh, das war fucking knapp, Alter. Den habe ich nämlich nicht gesehen. Komm her. So gehört sich das. Das ist noch einer. So eine Scheiße. Wie kommt man denn zu dem Typen darunter? Was macht der da? Ich würde mal gerne dahinter schauen. Aber dazu hast... Dazu musst du weg. Okay, okay, da ist nichts. Da ist wirklich bloß Sackgasse. Komm, halt ab. Nichts. Der Typ könnte mal stehen bleiben, verdammte Scheiße. Ja, weiter geht's nicht.
Kann ich mich nicht hier unter das Volk mischen? Na endlich, geht doch. Scheiße, ich kann mich hier nicht verstecken. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein richtiges Problem. So, wow, okay, das war knapp. So, und der liegt perfekt. Der liegt sowas von perfekt. Na komm her, mein Freund. Du bist doch noch dran. Komm. Na komm, ey, das kann nicht wahr sein. Ist okay. Nummer 2. So, jetzt dürfte hier eigentlich keiner mehr sein. Lieber doch nochmal kurz schauen. Eingang. Nope, hier ist keiner mehr. Aber was macht das hier? Oder wo geht's hier hin? Das ist eine Truhe. Da wäre noch ein Eingang gewesen. Okay, aber ansonsten ist da auch nichts. Restricted Area. Ja, da würde ich gern rein. Ich kann nicht rein. Da kann ich auch nicht durch. Wie zum Teufel geht's hier vor allem in den Keller? Weil dieses einzigartige Attentat würde ich schon gerne mitnehmen. Atmet der noch? Ja, der atmet noch. Ist ja eigentlich ein Wunder hier. Dass hier die Krankheiten nicht entstehen, dürfte eigentlich ein Wunder sein. Warte mal kurz, da geht's runter. Ich bin so ein Idiot. Da geht's runter. Fuck. Alter, das habe ich überhaupt... Alter! Wo wir gerade bei... Das habe ich überhaupt nicht gesehen werden, ne? Na komm. Oh, jetzt wird er aggressiv. Aber das soll uns scheißegal sein. So, da lag der. Den pfeifen wir jetzt mal hin. So, da, genau so trickst man die Wachen aus. Wie schwer kann es sein, einen verdammten Riss in der Wand zu reparieren? Oh. Kann ich mit dem reden, oder was? Tut mir leid, Sir, aber Sie dürfen hier nicht sein. Tut mir leid, Sir, aber Sie dürfen hier nicht sein. Hä, einzigartiges Attentat? Ich fürchte, ich muss Sie bitten zu gehen, Sir. Nur autorisiertes Personal. Bitte, gehen Sie. Schaltet einzigartiges Attentat frei. Nehmen Sie den Platz einer Leiche ein, um den Operationszoll zu erreichen. Die Leiche versch... Oh, shit! Alter, das ist... Das ist geil. Boah, komm ey. Verpiss dich. Da hinten. Schalte den Typen jetzt erstmal aus. Nicht, dass uns der nachher noch irgendwie sieht oder so. So, lala. Wie kann ich die Leiche verstecken? Die Leiche verstecken? Wo soll ich die Leiche denn verstecken? Ah, da drin. Okay. Okay.
Schön. Und jetzt lege ich mich da jetzt als Leiche drauf, Alter. Wie geil. Wie geil ist das denn bitte? Okay, Freunde. Er weiß nicht, was er Dr. Elliotson bringt. Bitte schön, Doktor. Wir werden unser Experiment in Kürze fortsetzen. Nicht mehr lange und wir können die Gehirne der beiden Proben vergleichen. Und da beide Exemplare eine Neigung zu gewalttätigem Verhalten haben, sollten wir in bestimmten Bereichen ihrer Gehirne ähnliche Vorstülpungen finden. Das glaube ich auch. Leichen tragen doch keine Stiefel. So, zack. Leichen tragen keine Stiefel. Ich dachte jetzt wäre es schon zu spät, als der Typ das gemerkt hat. Aber okay. Endlich endet es. Und doch kann ich nur an einen Beginn denken. Ein besseres Morgen. Geschmiedet mit dem Blut von Visionären. Ich sehe nur das Blut eines Geisteskranken. Glaubst du, einen alten Mann zu töten, hält den großen Architekten der Menschheit auf? Crawford Starrick hat glorreiche Pläne für die Menschheit. Pläne sind dazu da, vereitelt zu werden. Du bist ein Kind. Ein Kind, das glaubt, es könnte das Leid der Welt mit dem Streich einer Klinge beenden. Hast du je über die Konsequenzen deiner Taten nachgedacht, Jacob Fry? Oder hat dich dein Vater gar nichts gelehrt? Ich würde mal sagen, wir müssen raus hier. Naja, keine Eile, wir müssen ihn erstmal plündern. Ne? So, da. Oh, da war noch einer. Wie viele sind denn da noch? Okay. So. Wie viel waren da jetzt noch? 1, 2. Okay. Was zum Teufel? Scheiße, das waren beide. Das schaue ich mir mal an. Hey, verschwinden Sie! Und komm. Na komm, veräppeln wir ein bisschen. Oh, scheiße. Das mit dem Deckungsattentat hat ja super funktioniert. Genau so. Genau so. Und nicht anders. Da vorne ist noch ein Typ. Und da geht's hoch. Hier. Warte mal. Sind hier noch welche? Nein, hier sind keine mehr. Okay. Dann würde ich mal sagen, war's das mit der Anstalt. Und wir sind draußen. Sequenz 4, Überdosis abgeschlossen. Die Sitzung haben wir beendet, keine einzige Kugel abgefeuert, genau so gehört sich das. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Bis dann. Tschüss.